Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans Pay to Win. Heute die angekündigte Folge, auf die sehr viele von euch gewartet haben. Heute haben wir nämlich die bisher teuerste und aufwendigste Folge, die sich eigentlich gar nicht mehr krass anhört. Also erstmal haben wir die Sammler, die haben wir nochmal voll. Wir haben die Mauern heute. Und die Mauern, ich kann es einmal kurz an dieser Mauer hier kurz präsentieren. Wir können sowohl mit Gold und Elixier die übrigens upgraden, das ist schon mal geil. Die Mauern müssen nämlich heute nicht nur auf Level 9, sondern direkt auf Level 10. Das habe ich schon einmal ausgerechnet. Für alle 250 Mauern, 240.000 waren es genau, 60 Millionen Ressourcen sind das für alle Mauern, die wir heute hinbekommen wollen. Es wird also komplett crazy werden heute. Ich würde sagen, es wird absolut spannend werden. Also, was haben wir heute vor? Das allererste, wir haben Angebote. Sekunde mal. Hä? Wieso haben wir jede Folge neue Angebote? Ich fasse es nicht. Wir haben sogar richtig viel Dunkles. Okay, das ist insane. Dann würde ich sagen, starten wir damit erstmal rein. Was wir heute vorhaben, ist folgendes. Wir wollen nämlich eine Stunde gleich alle Boosts zünden, Trainingstrank und so weiter. Und dann wollen wir in dieser eine Stunde maximal Ressourcen farmen und den Rest hauen wir mit Gems raus. Dass wir die Mauern wirklich max kriegen heute. Das ist das Ziel. Würde ich sagen, auf geht's. Immer wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr gerne meinen Creator-Code oben im Shop eintragen. Jo Jonas. Das dritte Angebot. Wir kriegen 5 Millionen Gold direkt zum Anfang für 4 Euro. Ja, nehmen wir mit. Safe. Ich hoffe, erfolgreich. 5 Millionen Gold. Das ist ein geiler Start wieder in die Folge. Let's go, Kauf auf Start, klar. Wir kriegen nochmal die Rune des Elixiers und dieses, ich weiß nicht, was es genau war. Buch des Bauens und das letzte ist wieder 150.000 Elixier. Und damit haben wir nur 150.000 Dunkles. Ich würde sagen, wir blenden erstmal das Geld aus für die Folge wieder. 2032 haben wir gerade. Wo starten wir rein? Ich hätte eigentlich vorgeschlagen, als allererstes schauen wir uns dann den Barbarenkönig an, wenn wir jetzt eh so viel haben. Mal schauen, wie viel Dunkles wir auch nebenbei farmen können für den. Zack, so. Dann haben wir dieses Buch. Das verwenden wir jetzt nicht direkt, damit können wir den Instant auch jammen. Das verwenden wir eher so gegen Ende. Wie viel haben wir ein paar Bücher von denen? Wir haben eins. Das ist, glaube ich, nur für Helden, ne? Ja, das verwenden wir erstmal nicht, weil das wird ja wertvoller, wenn wir höher kommen. Okay, wie hoch kriegen wir den? Level 16. Dann haben wir den tatsächlich Level 17. Dann haben wir den Level 18. Level 19. Und es reicht genauestens für Level 20, oder? Ja, let's go. Barbarenkönig Level 20, direkt zum Anfang der Folge. Ich beginne mal hier, glaube ich, hier vorne für die Übersicht. Ich weiß auch gar nicht, wie wir es am besten machen. Ich würde einfach sagen, wir maxen die komplett direkt, oder? Zack. So, die erste Mauerreihe. Zack. Level 10. Das ging schnell. Direkt die zweite Mauerreihe einfach auswählen. Wir hätten noch ein paar Mauerringe, die heben wir uns aber eher auf, weil die später wertvoller werden. So, die machen wir auf. Ich mache die jetzt einfach alle mit Gold. Also an Gebäuden haben wir, glaube ich, sowieso nichts mehr. Okay, zack. Das haben wir auch einmal hoch. Dann haben wir noch die Mauerreihe einmal hoch. Zack. Und hier mit Elixier. Das haben wir. Ups. Die haben wir auch einmal hoch. Level 10. Das Geile ist halt vor allem, wir sehen es hier schon, wir können ab jetzt eben auch die Mauern mit Elixier leveln. Früher waren die eben only Gold, jetzt ist eben mit Elixier. 8.000, okay, damit würde ich sagen, die Lager sind leer, damit können wir jetzt eigentlich perfekt reinstarten. So, an der Stelle würde ich sagen, wie versprochen, wir laden jetzt erstmal die 200.000 Gems auf. An der Stelle wieder vielen Dank an den Sponsor, der das Ganze heute ermöglicht. Das heutige Video wird unterstützt von Era of Conquest. Dort entscheidet ihr euch für ein Volk und müsst dann gegen andere Völker in Kämpfen antreten. Eine der großen Stärken des Spiels sind vor allem die großen Kämpfe. Dort könnt ihr bis zu 6.000 Einheiten auf dem Feld haben und habt sogar eine 3D-Grafik. Jedes Volk hat natürlich seine eigenen Helden und Waffen, die ihr einsetzen könnt, um so zu gewinnen. Im Spiel finden wir sehr viele verschiedene Helden und mein persönlicher Lieblingsheld ist dabei Alexander der Große. Bei den Zivilisationen würde ich mich für die japanische Zivilisation entscheiden. Dort haben wir verschiedene Schlösser, Tempel, Teestuben, ja, im ganz klassischen japanischen Architekturdesign. Aber auch die Zivilisation der Germanen verfügt über eine sehr tolle Architektur. Das Spiel wirbt mit Play to Win statt Pay to Win. Sprich, es geht eben nicht darum, möglichst viel Geld reinzuzahlen, sondern eben, dass man strategisch vorgeht und so eben im Kampf, ja, besser ist als der Gegner und so eben gewinnt. Ihr kämpft dann auf einem Server gegen Spieler aus der gesamten Welt aus über 30 Ländern. Das Spiel könnt ihr euch ab jetzt über den ersten Link in der Beschreibung oder in den Kommentaren herunterladen. Dazu könnt ihr auch eure Spieler-ID kommentieren, denn es werden insgesamt 20 Amazon-Karten im Wert von 50 Dollar verlost. Viel Erfolg! 14.000 Gems, 56.000 fehlen noch. So, die nächsten Gems, 186.000. Wir kommen ziemlich genau auf die 200.000, Alter. Geil. Oh mein Gott, okay, 2.500. 32 Euro. Sind damit auf diesem Account drin. Alles durch euch ermöglicht, natürlich vor allem, also in erster Linie durch die ganzen Werbepartner natürlich, weil dadurch verdiene ich halt mein Geld. Ne? Also wie gesagt, vielen Dank. Es wird nice werden. Ich bin am Ende gespannt, wie viel Gems wir noch brauchen, weil heute wollen wir die Mauern maxen. Okay, dann lasst rein starten. Ich würde sagen, wir haben einen Machttrank, den nutzen wir. Dann haben wir einen Ressourcen. Ja, einen Taggelder nur, das passt. Trainingstrank auf jeden Fall.
Dann bauen wir der Trank. Wir haben gar nichts zum Bauen, das passt gerade nicht. Und haben wir jetzt auch gerade. Ja, könnten wir mit der Barbarenkönig nochmal 5 Level höher, aber glaube ich jetzt gerade nicht so gut. Forschungstrank können wir gleich mal nutzen, wenn wir in die Forschung starten. Brawlcrafter jetzt hier der Vorschlag. Ich kopiere jetzt einfach mal eine Stunde lang eure Angriffe. Ich mache jetzt Erdbeben dazu, hätte ich jetzt gesagt. Erdbeben, Heal und Wut einfach. Ich mache einfach mal irgendwas rein. Zack. Schau mal. Wir haben vergessen, die Truppen aufzugemmen. Wir haben fast gar keine Truppen dabei. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe fast gar keine Truppen jetzt mit. Ich könnte natürlich einen fetten Frostes hier landen, hier nochmal einen Sprungzauber draufbringen. Aber wir werden, glaube ich, nicht viel, so viel rausholen, wahrscheinlich leider. Wir können jetzt hier einen guten Heal landen, glaube ich. Ich bin ja so dumm. Und ihr habt noch Truppen in der Klappe. Bitte. Ich muss zumindest das Rados jetzt schnell bekommen. Das wäre ganz wichtig. Bitte. Oh, der Packer ist strong. Der Packer ist strong. Wir haben es geschafft. Okay. Das ist der erste Angriff gefühlt, wo ich die Klarburg auch. Ja, kacke, Alter. Ja, den habe ich verkackt. Ja, komm, die können wir uns sparen. Danke. Ja, komm, nicht mal 100.000. Nochmal, neuer Versuch. Golem ist der Rest mit Hexe. Das war eigentlich der Vorschlag. Ich glaube, so ungefähr macht man das nicht. Mit Wutzauber da und vielleicht mit einem Sprung und Blitz so irgendwie. Dann lass uns auch schon mal hier aufbrechen. Nice. Das wird aber gut platziert. Der bricht gut auf. Wir schicken halt jetzt halt Packers nach vorne. Eigentlich sollten es ja Golems sein, ich weiß. Aber hat nicht ganz hingehauen. Dann gibt es gleich einen guten Frost. Machen wir hier mal einen Frost. Und hier mal einen Frost kurz. Nice. Dann überrennen wir den gut. Let's go. Sehr geil. Zweimal Lava-Hund. Der Rest Loons. Ein Wut, 5 Blitzzauber. Das klingt gut. Ich mache mal 6, 7 Blitze. Ich hoffe, das passt hier. Oder noch einen zweiten Wut lieber. Oh, Sekunde, wir haben vergessen aufzujammen. Ich vergesse es jede Runde. Ist aber auch so. Es tut auch ein bisschen weh, das jedes Mal aufzujammen, ne? Jetzt, auf geht's. So, jetzt halt die Frage, die ich mir stelle, ob wir das hinbekommen. Wir haben jetzt halt Only Hawks. Das haben wir halt ausgerechnet, jetzt 1,2 Millionen Loot zu holen. Und ich mach's so ein bisschen von zwei. Ah, ich mach's von zwei Seiten, komm. So, zack. Erster Healzauber, ganz wichtig. Der kommt ein bisschen spät, aber er geht noch. Wichtig, zweiter Healzauber, aber wir haben einige. So, zack. Dann haben wir noch einen Blitz. Den hauen wir gleich irgendwo drauf nochmal. Ist gut aus. Wir kriegen das. Wir kriegen 100%. Obwohl wir auch die Hawks hatten. Die greifen jetzt, glaube ich, sogar schon. Die greifen das Rados jetzt an. WTF. Oh mein Gott. Die greifen jetzt, glaube ich, random an, oder? Und die Queen ist in. Habt ihr das gesehen? Das war ein Schuss für die Level 30 Queen gerade. Boah, war die fett, Alter. Die da komplett rasiert. War vom Loot her bisher der beste Angriff. 1,2 Millionen. Bester Angriff bisher mit Schweinereitern. Ey, auch die Trophäen werden übel krass. Müssen wir auch mal schauen. Ich bin so gespannt, was wir am Ende alles haben werden. Wir haben jetzt erst 20 Minuten um und wir haben schon 4,5 Millionen Ressourcen. Also erstmal auf Jam bitte wieder. Sekunde. Den nächsten Angriff. So, 4 Heiler für Queen Walk. Und dann nur noch Barbs. Okay, du willst mich. Das ist nicht ernst. Ich war. Ja gut, das ist ja eh Farm. Den König zum Tanken von den Barbs. Vertrau mir, Kappa. Danke dir auf jeden Fall. Oh mein Gott, jetzt bin ich aus Versehen geswappt. Ein Eilserver. Oh, da bin ich mal gespannt dann gleich. Aber jetzt erstmal den anderen Angriff zuerst wieder. Das ist die Taktik mit 6 Packers, sehe ich gerade. Oh Gott, okay, wird das was? So. Ich weiß, wahrscheinlich habe ich gerade das Grauen bekommen, wie ich die reingespammt habe. Ich bringe jetzt aber hier einen schönen Sprungzauber rein. Und dann mache ich die gleich wütend. Boom. Ah, ich habe auch noch Mauerbrecher. Auch ganz geil. Klappt jetzt bisher aber nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber mal schauen. Oh, wir haben auch eine Quest geschafft. Also, nochmal hier. 10 Gems. Und wir sehen, wir sind auch bei 1500 Trophäen inzwischen. Das ist auch genial. Wir können auch wieder zwischendrin mal die Clanbox-Truppen anfragen. Auch wichtig. Also wir gehen auf die 1600 Trophäen zu. Ach, wir sind schon offiziell Gold übrigens. Gar nicht, total übersehen. Wir sind Gold aufgestiegen schon während der Angriffsreihe jetzt. Geil. Spiel bitte 8 Hexen. Ich stelle mir erstmal auf. 2 Golems. 5 Heilerinnen Queen Walk. 1 Sprungzauber. 1 Wutzauber. 4 Erdbeben und Poison. Oh mein Gott, 1,6 Millionen, den müssen wir auf jeden Fall machen, den Gegner. Dann jetzt hier eine dann haben wir hier direkt 2 Drachenfleisch drauf, dass sie das einigermaßen hier ein bisschen wegrasieren können. Und hier nochmal. Okay, das sieht doch eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht aus. Ja, nehmen wir den Stern mit, ist in Ordnung. Wer wird denn nicht drin sein? Der Experiment. Ja, passt. Bam! Über 1 Million. Alter, wir haben schon so krass gefarmt. Wir sind jetzt auch bei 1045 Trophäen schon, das ist auch geil. Die Hälfte Ballon und der Rest Heilerin. Das ist gut, meinst du? Mal einen Bogenschützen einfach rein. Das funktioniert. Ich habe, by the way, gerade vergessen, merke ich gerade, wir müssen es gerade noch schnell machen. Wir haben vergessen, die Forschung zu starten. Ich fasse es nicht. Ey, wir haben noch so viele Forschungen. Das wird ja auch noch grauenvoll werden. Dann machen wir damit einen Forschungstrank drauf. Dann sparen wir da auch nochmal einiges an Gems. Und probieren den so ein bisschen auszutricksen von den Seiten. Wenn die das schaffen, wäre es perfekt. Das wäre ganz wichtig, wenn die es schaffen würden. Das ist sau viel Loot nochmal. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Verteidigungsgebäude sind weg. Insane, das war richtig gut. Danke für den Tipp. Das war jetzt Lava Loon mit Wutzauber, glaube ich. Sehr schöner Angriff, ja. 1,5 Millionen. Das war einer der besten Angriffe heute. So, die Gemme wieder auf. Ach so, dann müssen wir noch einen Platz machen, weil da ist noch ein Poison drin. Für den Angriff davor, den brauchen wir nicht. Okay, wieder hier aufgemmen. Ups, aufgemmen, genau. Und hier auch aufgemmen. Nächster Angriff gerne wieder. Wir haben noch die letzten 8 Minuten. Und dann geht's dran an die Mauern. Aber verstehe ich, wenn du das nicht... Ich finde das Game Real Talk wirklich geil, aber ich verstehe, wenn man es halt nicht, wenn man es halt anders sieht. Konzentration, wir haben nicht die letzten 4 Minuten. Ich glaube, 2 Angriffe schaffen wir noch in der Zeit. Und dann ist die Stunde vorbei. 4 Packers, 10 Hexen.
Und dann geht's gleich rein. Dann geht's gleich rein in die Mauern, ey. Ich bin mir echt gespannt, wie teuer das wird. Wir machen hier einen fetten Blitzzauber drauf. Erstmal. Können wir alles treffen? Ja. 2, 3. Von 4 Stück, egal, müssen wir. Zack. Dann hier auch den Luftficker weg, oder? 2, 3. Und dann nochmal. Können wir beide treffen, eventuell? Nee, leider nicht, egal. So. Dann lass mal in der Seite reingehen. Leute, 1,6 Millionen Loot. Wir kommen zum letzten Angriff, würde ich sagen. Bevor wir zu den Mauern kommen. Wir können uns gerade schon mal einen Ticken gerade ausgeben, dass wir unsere Mauern, unsere Lager jetzt nicht komplett überfüllen. Übertreiben jetzt nicht. Wir machen vielleicht einfach schon mal die erste Reihe gerade. Ich kann gerne schon die Lager voll haben. Übertreiben jetzt nicht. Wir machen jetzt einfach, würde ich sagen, hier die schon mal Level 10 da hinten. Wir machen einfach 2 Stück. Ja, nicht, dass wir jetzt einen richtig guten Gegner kriegen und dann die Lager überfüllt sind. Das würde mich auch ärgern. Lass mal 3 Sprung zu übernehmen. Ein Wut und einen Foss. Let's go. Rein da. Hier ein Packer, dann 5 Hexen hinten dran. Oder 6 Hexen und wieder ein Obi. Also rein. Zack, zack. Rein. So. Gar nicht groß nachdenken, einfach rein. Okay. Wir haben fast alles an Loot mitgenommen. Perfekt. Gut, so machen wir drauf. Bring gleich zünden. Boah, ich hab fast daneben getippt, Alter. Ja, die 2 Sterne nehme ich noch mit, ganz ehrlich. Ist da noch was drin? Ein bisschen vielleicht? Nee, ist leer einfach, perfekt. Egal, trotzdem nochmal 1 Million Loot mitgenommen, sehr schön. Wir sind 250 Trophäen gepusht, wir sind von Gold direkt also auf Gold 2. Jetzt geht's schon langsam Richtung Kristall sogar, das ist geil. Dazu haben wir in dieser Stunde ungefähr 15 Millionen Ressourcen gefarmt, das ist das Ergebnis. Und Schatz können wir auch nochmal 800.000, also insgesamt ungefähr an die fast 20 Millionen. Leute, dann würde ich sagen, geht's jetzt an die Mauern, ne? Wir haben jetzt 200.000 Gems, wir sind jetzt gespannt, wie viel wir noch reinpayen müssen. Erstmal Elixier, würde ich sagen. Oder erstmal Gold. Ist auch egal eigentlich. Auf geht's, einfach rein. Das ist jetzt so viel, was da jetzt reingesteckt wird. Wir hatten dann zum Glück vorhin auch die Angebote, dass wir da auch ein bisschen was gespart haben nochmal, würde ich sagen. Jetzt müssen wir die einzelne Mauer verbessern. Perfekt. Hier, let's go. Wo genau ist die Mauer schon? Okay, die ist schon fertig. Perfekt. Let's go, wieder hier. Elixier leer. So, also es geht so schnell, Alter. Das war 1 Stunde Farming gerade, ne, vom Elixier. Aber es geht ja noch weiter. Gold. Gold. So. Da sind natürlich noch einzelne Mauern, die wir auch noch nicht gemaxt haben jetzt, oder wie? Ja, das ist ein bisschen schlecht gemacht, muss ich auch sagen. Komme ich schwer ran. Zack, zack. Hier nochmal. Dann machen wir die eine mit Elixier, dass es mal leer geht, genau. Okay, also wir sehen im vorderen Bereich sind die Mauern. Sehen auch echt geil aus. Die Mauern gehen nur noch 3 Level höher. Ja, dann sind wir eigentlich voll gut dabei schon. Mit dem nächsten Rados können wir wieder hochgehen. Ab Rados 10, dann kostet aber eine Mauer 400.000. Das ist ja noch teurer hier. Die sind schon Level 9. Okay, smart, habe ich schon. 1,6 Millionen, zack. Hier weiter. Wir müssen die Mauerringe. Wie viele Mauerringe haben wir angespart? Eine Sekunde. 25. Können wir hier noch irgendwas kriegen? Na, brauche ich jetzt nämlich nicht unbedingt. Okay, machen wir hier weiter erstmal. Im vorderen Bereich. Wir haben noch nicht mal die Hälfte, glaube ich, oder? Das ist doch verrückt, Alter. Das ist doch verrückt. Hier noch eine. Ich krieg die Krise, das gibt's halt nicht. Noch ist nicht alles weg. Noch haben wir noch ein bisschen was übrig, aber das sieht ja wirklich gar nicht gut aus. Okay, wir machen erstmal noch die Schatzkammer leer. Die haben wir auch noch. Okay, nochmal 1,6 Millionen mal on top. Ist auch nochmal nicht schlecht, natürlich, aber... Oh je, oh je, oh je. Die haben wir auch nochmal gemaxt jetzt. Mauern sind echt insane in Clash of Clans, das gibt's doch gar nicht. Allein das nächste Level kostet halt mehr als die beiden Level jetzt zusammen. Es kostet nochmal fast das Doppelte. Und wir kriegen bestimmt auch nochmal extra Mauern auf dem nächsten Level, würde ich wetten. Das war jetzt 1 Stunde Farm. Wir haben, glaube ich, nicht mal ganz die Hälfte. Wir sehen es hier ungefähr, ne? Hier ist so der Übergang. Ungefähr die Hälfte. Aber wir haben nochmal eine Rune des Elixiers wenigstens, die wir jetzt nutzen werden. Das Bauarbeitergold, oder? Ja, das bringt jetzt nichts. Benutzen wir, auf geht's. 8 Millionen. Die sind auch nicht Max, oder? Ja, perfekt. Dann machen wir die jetzt hier auch einmal mit Elixier. Dann wählen wir hier nochmal die Reihe aus. Zack, die sind es auch Max. Ey, nicht verschieben. Nein, 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 nein. Okay. Let's go. Mauern sind einfach nur verrückt in Clash of Clans. Das ist insane. Aber wir kriegen mit den 8 Millionen der Rune jetzt doch einiges nochmal rausbekommen, merke ich gerade. Ja, ja, die Rune fühle ich. 8 Millionen, ich meine, das war jetzt nochmal 50% on top, merke ich gerade. Das war doch nochmal... Ja, doch, da haben wir nochmal einiges rausbekommen. Ja, ja, doch, das ist ganz nice nochmal. Da nochmal. Oh, die Rune hat nochmal einiges gebracht. Okay. Wir sind jetzt im kritischen Punkt. Wir haben jetzt genau alle unsere Ressourcen... Oh, nee, Sekunde, eine schaffen wir noch. Genau. Wie weit sind wir gekommen? Wir müssen jetzt unsere Gems zum Einsatz bringen. Da sehen wir es nochmal. Wir haben schon noch einiges. 200.000 haben wir aktuell noch. Dann füllen wir mal auf. 8 Millionen. Sind die gleich teuer? Ja, ja. Sehr ungefähr. So. 8 Millionen. Auf geht's. Die ersten... Wie viele Gems waren das jetzt? 2.000. Ging eigentlich ja noch, ne? Auf geht's.
Wir legen los. Ich bin einfach mal gespannt, wie teuer es jetzt wird. Ich meine, wir haben es ja schon auf ein Minimum reduziert. Wir hatten schon Angebote, die wir genutzt haben. Wir haben eine Stunde lang angegriffen und immer wieder aufgejammt. Wir haben es schon echt günstig gehalten. Jetzt geht's rein. Oh, der Elixier ist wieder leer. Perfekt. Machen wir das Gold einfach jetzt voll. Zack. 5000 Gems schon mal ausgegeben für die Mauern. Sehr entspannt. Zack. Zack. Maxed. Zack. Let's go, auch Max. Das geht halt so schnell leer. Ist so unglaublich, ne? Auch wieder hier. Boom. Macht das auf jeden Fall nicht zu Hause nach an der Stelle, ne? Okay, auf geht's. Wieder hier. Zack, auch wieder maxed. Mauern. Sind in Clash of Clans einfach next level. Zack. Mauer auch hier. Direkt boosten. Boom. Ah, das Level 10. Entspannt. Hier auch nochmal. So, das reicht immer noch nicht, oder? Wir werden es gleich nochmal sehen. Wie viel haben wir es geschafft? Oh nein, wir haben es nicht geschafft. Ich habe schon kurz gehofft. Oh mein Gott, Alter. Und das ist erst Rathaus 9. Darf man nicht vergessen. Die werden erst die nächsten Rathäuser werden. Das ist ja insane. Ja, wieder auffüllen. Oh Gott, Alter, was mache ich hier? 8 Millionen wieder. Ich glaube, damit müssen wir es aber jetzt eigentlich erreichen, oder? Oh, wir hätten noch eine Rune des Goldes gehabt. Und wir haben auch... Oh mein Gott. Hätte ich noch auf den Chat gehört. Wir haben noch einiges. Egal, die laufen jetzt ja nicht weg. Die können wir auch für den nächsten Rathaus noch verwenden. Na, egal. Maximal lost mal wieder. Gar nicht aufgefallen. Zack, auch hier wieder. Okay, haben wir es jetzt endlich geschafft? 14 Mauern haben wir noch. Da nochmal. War es das? Da noch 7 Mauern. Eine Mauer. Die eine noch. Dann haben wir es, glaube ich. Wo denn? Da. So Level 9. War es das? Oh mein Gott, wir haben es. Das war crazy. Wie viele Gems waren das? Es ging sogar voll. Hä, wir haben übel gespart. Wir haben gerade mal 50 Euro jetzt für die Mauern ausgegeben. Also, okay, das ist trotzdem sehr viel. Das Ding ist, wir sind halt noch sehr sparsam, aber mit jedem Rathaus wird es teurer werden. Also, wenn das Projekt weitergehen soll, dann muss da noch eine ganze Menge kommen, auf jeden Fall. Es stecken jetzt über 2.500 Euro in dem Projekt drin. Das ist durch euch möglich. Vielen Dank für den Support. Lasst gerne ein Abo da für weitere Folgen. Und in der nächsten Folge erreichen wir dann wahrscheinlich schon Rathaus 10, denke ich. Bis dann, bis zum nächsten Video. Haut rein und danke fürs Zuschauen. Ciao.